Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So, Alex. Nein, ich wollte eigentlich schauen. Aha, das haben sie schon geplündert hier. Das da ist nichts mehr, wie es ausschaut. Ja. Okay, da draußen brüllt irgendetwas. Das ist auch nicht fein. Gefährliche Gegend. Ein Rudelführer, okay. Das hört sich nicht gesund an, was auch immer da draußen ist. Ich werde trotzdem ganz mal schnell speichern. Und werde dann versuchen, das Viech, was da draußen so laut knurrt, umzuschlagen. Um zu hauen. Wir haben ja unsere gute Kaya dabei. Das wird schon werden, hoffe ich. Und was bist du? Oh. Slugbeast. Okay. Okay, da war jetzt nicht schwer. Slugbeast. Hatten wir sowas schon mal? Ich glaube nicht, oder? Aber das war jetzt nicht so schwer. Dann haben wir jetzt eigentlich schön gut verhauen. Oh, eine Steinklaue. Was? Das war eine Steinklaue. So, schön brav looten. Das war jetzt eigentlich aufregender als gedacht. Also, aufregender, langweiliger, so eigentlich schon fast, ne? Da merkt man halt, dass wir nicht mehr die Schwachen sind. Dass wir jetzt durchaus schon was auf dem Kerbholz haben. Ich wollte mal schauen, was es da oben gibt. Ich suche nämlich schon seit langem nach Kronstöckel. Und wir wissen ja von Gothic, dass diese Pflanzen an Orten wachsen, wo man glaubt, das kann es nicht geben. Aber auch hier ist leider kein Kronstöckerl. Oder? Nein, kleine Mana-Pflanze. Bisher hatten wir nur das Glück, dass wir ein einziges Mal Kronstöckel gefunden haben. Ja, mit I gefunden. Mhm. Ja, es wäre halt schön, wenn wir noch ein paar kriegen könnten, weil dann könnten wir uns nämlich Tränke brauen, mit denen wir dauerhaft Gesundheit zum Beispiel erhöhen können und so weiter. Oder unsere Stärke und so weiter. Und das wäre sicher nicht verkehrt. Jo, ich glaube, das können wir mal speichern, schön gepflegt. Das war jetzt da eh nicht so schlecht. Slugbeast. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ich spreche das richtig aus. Da ist irgendwie nichts, ne? Na, das hat jetzt auch nur verdächtig ausgeschaut. Ist natürlich nichts Besonderes. Ist eh logisch. So. Schön langsam, also breche ich mir wieder das Genick. Unabsichtlich. Das wollen wir ja nicht. So. Jo. Was haben wir denn da hinten? Falls jemand fragt, was ich da mache, ich bin verzweifelter Kronstöckelsucher. Da werde ich mir wahrscheinlich noch müssen Tipps einholen und Infos einholen, wo man denn sowas Tolles findet. Aber immerhin ein Weinflaschel, das brauchen wir ja auch. Das ist nicht verkehrt. Aber es müssen hier tatsächlich Banditen oder so Ausschau gehalten haben. Weil wenn da schon ein Weinflaschel steht und woanders ein Zigarettenschachtel liegt, ja, müssen hier doch Leute gewesen sein. Da weit und breit kein Grund. Ob es dasselbe ist wie bei Gothic, dass man quasi jetzt blöd gesprochen Friedhöfe aufsuchen muss oder rituelle Plätze mit Magie verstärkt, um Kronstöckel zu finden. Ne? Das war ja irgendwie. Das war ja so auch bei Gothic, ne? Dass man da ganz spezielle Orte aufsuchen musste. Da knurrt mich schon wieder was an. Ja, wo ist er denn? Da oben ist einmal einer, den hauen wir weg. Ich hoffe, ich überlebe das. Aber sicher. Wobei, ich sollte vielleicht tatsächlich mal was essen, ne?
Mahlzeit. So. Dann haben wir hier ein Heilpflanzi. Und ein Viecherl. Au. So. Na, das war's mit dir, du Mistvieh. So. Dann gucken wir mal, hier gibt's noch ein Heilpflanzerl. Da waren wir jetzt eigentlich schon, ne? Da ist ja, sind wir jetzt eigentlich fertig. Da so. Dann könnten wir theoretisch Bericht erstatten gehen, ne? Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ah, schau mal, da ist ein Friedhöfchen. So, Wiesenkraut. Kleines Mana-Pflanzerl. Ich wollte nämlich gerade schauen, ob sich meine Theorie bewahrheitet und ob hier vielleicht tatsächlich ein Kronstöckerl wachsen würde. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. In der Tat. Das hat sich gerade angehört, dass man einen Schnupfen hätte, das Viech. So. Was ist so ein verschleimter Husten? So ein schon Wunder. Oh, ein wunderschöner. So, ich esse gleich mal ein bisschen was. Weil das Viechel davon möchte ich auch gern klatschen. Dann haben wir hier Alex. Was da war noch mehr? Kleines, irgendwas. Kleiner Elex-Trank. Ein Haufen weißer Blumis. Und dann werden wir einmal schnell speichern. Weil, nein, hier. Weil ich möchte das, was wir gesammelt haben, nicht verlieren. Und nochmals sammeln müssen. Ja. So. Ich glaube, das ist so ein Nachtviech, oder? Nachtschatten, genau, das meine ich. So. Das war's mit dir, du Mistviech. So. Ja. Ich möchte auch gerne die Kunst des Verzauberns lernen, weil, wenn das nicht zu damisch schierche Metz sind, könnten wir unsere Zahnradachs, die wir hier haben, eigentlich selber verzaubern und sie okay machen, oder? Wäre ja auch was. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Ja, das ist. Das stimmt auch, ja. Das ist ein Wunsch, den hegt so ziemlich jeder Let's Player, glaube ich. Vor allem, wenn man ein Spiel zockt, das einem wirklich sehr gefällt. So. Chuck, 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 chuck. Ja, dieser Ausguck lohnt sich schon. Das sehen meine geschulten Heldenaugen. Das rendiert sich Vollgas. Zwei Heiltränke und ein Flascherl Wein. Was will man mehr? Hervorragend. Boah, das war knapp. Aha, davon haben wir ein Haus. Und Raptörchen. Jo, was ist mit dir, Eidechse? So. Aha, ist das da unten, wie heißen die? Unhold? Ich hab's vergessen. Da stampft was in der Gegend rum. Da sieht man's. Wie das heißt, wieder mal speichern. Und unser Glück probieren. So. Ich werde, glaube ich, gleich mal. So. Und. Was essen wäre auch nicht schlecht, ne? So. Ein Unhold. Achtung. Ja, Achtung. Huch. Das machst du nicht ungestraft. Ja. Der Unhold muss ja, keine Munition mehr, ist natürlich mehr als schlecht. Wow, weg mal.
Aha, die Festrate auch noch weg da. Au. Das heißt, umhaut ganz schnell. Sehr gut. Das lief gut. Das lief erstaunlicher. Hoppala. Alles gut? Ich glaube, ich hoffe. Das lief erstaunlicherweise gut. Ich habe nur leicht aufs Fressbrett bekommen. Das geht. So. Mal schauen, was es hier gibt. Nicht viel. Ah, da haben wir noch so einen Kerl. So. Ein Verlorener. Der kann auch sehr gern verloren bleiben. So. La, 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 la. Das war's. Habe ich jetzt da eine Truhe übersehen? Oder hatten die da jetzt wirklich nichts? Ich glaube, die hatten da jetzt wirklich nichts, ne? Also wenn das jetzt nicht arm ist, weiß ich auch nicht. Keine Truhe, nix. Kein Elixit, nix. Ja, nix. Dafür hatten sie ein relativ schönes Plätzchen zum Wohnen. Auch hier ist nix. Na, was? Dann ist da nix. Dann ist halt nix. Gut. Das Häusle da oben wollte ich noch anschauen. Das heißt, ich werde nochmal speichern. Für den Fall, dass wir jetzt diesen Rott, Molchen und so weiter begegnen und auch die noch stärkere, größere Variante von diesen Ekelviechern. Weil solche Häuser sind ja eigentlich immer verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Ein Kartenstück. Super. Das war jetzt Zufall. Ich nehme das jetzt einfach mal. Auch wenn das jetzt Diebstahl ist. Ich habe aber keine Ahnung, warum es Diebstahl sein sollte, weil da ist irgendwie niemand mehr. Hier wäre was. Eisenstange, okay. Und sonst ist da wieder nichts. Hier dürfte ein Mechaniker mal gewohnt haben, so wie es ausschaut. Halt. Metallschrott? Warum ist das verboten? Hier wohnt ja niemand. Zumindest sehe ich keinen, der hier wohnt. Und ehrlich gesagt, viel ist auch nicht da. Aber es muss fast jemand hier wohnen. Mal schauen, wie das verbarrikadiert ist, alles zusammen. Das ist schön hier. Die Terrasse. Das ist echt schön. Vielleicht sind wir zu spät gekommen und die wurden schon getötet von den Monstern. Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Oh, hallo. Da wohnt tatsächlich wer. Entschuldigung. Alchemist, ein Gärtner wohnt hier, schau mal. Alles voll mit Pflanzen. Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Ja, ich weiß, aber ich wollte jetzt mal schauen, wer hier wohnt. Oh, ich geh schon. Weil wir es gestohlen haben, ne? Ich geh ja schon. Ich wollte jetzt ja nicht unhöflich sein, ich habe nur gemerkt, dass da wirklich jemand wohnt. Also Schwamm drüber ist auch nicht, oder was?
Hui! Zack, zack und weg ist er. Da ist mir gerade warm geworden im Gesicht. Aber Respekt, dass die sich da noch schützen konnten, ne? Diese Einsiedler. Bei so vielen Monstern. Zack. Ah. Wirklich Respekt. Muss ich echt sagen. Wir werden mit dieser Ausrüstung hier dreimal verreckt. Mindestens. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich schaue mir einfach mal ein bisschen die Gegend drumherum an, also klubschen. Ah, da können wir uns kurz einmal ein bisschen auftanken. Manar und eine Zigarette und eine Kaya und ein Schlafsack. Ich würde gerne zum Schlafsack. Ja, genau. Ja, machen wir bis zum nächsten Morgen gleich. Ist wurscht. Dann haben wir wieder genug Mana und wir sind gesund. Das passt. Dann können wir uns gleich wieder buffen. So. Und ich würde gern diesen Nachtschatten angreifen. Bleib hinter mir! Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Schatzel. Au! Alter, voll in den Rücken, ne? Sauf ich. So. Das war kein guter Morgen. So. Hier scheint es auch nichts Besonderes zu geben. Okay, da haben wir Hornwölfchen. Boah, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Gleich drei Stück. Au. 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 Dreimal kassiert, so muss das ausschauen. Gratuliere. So. Ansonsten ist da nichts. Gut. Dann, was haben wir hier? Auf jeden Fall hat hier mal jemand gewohnt. Das heißt, wir können das Wir können das Elixit mitnehmen. Oh, mein Handy. Entschuldigung, ich habe es vergessen, leise machen. Ich werde gleich nochmal schlafen gehen. Bis Mittag. Ja, weil ich so aufs Fressbrett gekriegt habe. Ein Wein, das brauchen wir auf jeden Fall. Kleines Mana-Trankerl, Energiespeicherle. Das ist schön. So. Gibt es da oben noch irgendwas? Tatsächlich, ich glaube schon. Hier. Hoppala. Ja, das war ein Schuss in den Ofen. Das habe ich fein gemacht. So. Hier wollte ich sagen. Okay, das nur zum zum Draufstellen. Okay. Oh, es regnet. Es regnet, es regnet, es regnet. Tala. So. Halt, da ist was. Wiesenkraut. Ich laufe gerne ein bisschen in der Gegend rum. Jetzt schon den zweiten Bad, glaube ich, wo wir das machen. Ah, okay, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Da wäre der Unhold gewesen. Alles klar. Gut, dann glaube ich, sind wir genug im Kreis gelaufen. Ich glaube, wir können die Quest abgeben, ne? Also, Questelein. Also, die hatten wir noch nicht, ne? Ja. So, nein. Hauptmission erledigt. Achso, das war's schon. Okay. Gut. Geduld, Tod eines Genies, alte Pflichten. Geht da noch was?
nur bei Thorald eine Bericht erstatten sozusagen. Dann bohrt man uns mal hin und schauen, ob der noch was zu quatschen hat. Gar nicht gut. Ansonsten müssen wir uns wahrscheinlich Quests suchen gehen. Dann können wir mal wieder nach Golia zurück. Schauen, ob es... Oh! Ja, was haben wir denn da? Wieder so ein Unholdi. Ein Unholdi. Dann buffen wir uns wieder. Und dann da schießen wir das Viech, ne? Achtung! Ah, ich. Wow! Zack, zack, zack. Unser Mana ist verbraucht. So. So, muss das ausschauen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Haben wir gelootet? Ja, haben wir gelootet. Passt. Schön. Das ist halt schon cool, ne? Wenn öfters Viecher nachspawnen. Das finde ich cool. Dann kann man nämlich immer Sachen quasi nachbekommen, auch Erfahrungspunkte. Das ist schon cool. Kommst du da hoch? Bedingt, ne? Ja. Geht schon, ein bisschen Bergsteigen, hat noch keinen geschadet. Okay, genug Leute geschadet, vor allem wenn sie runtergefallen sind. Da war das dann doch zu viel, das Gute. Ich will nur schauen, ob es da irgendwas gibt. Tatsächlich. Das ist unglaublich. So, Zigarette. Mein Gott, entschuldige. Elixit und Zigarettenpackung habe ich gesehen. Super. Das ist super. Gut. Heureka. So. Und da sind wir schon wieder. Au. Ja, sicher. Bei dem kleinen Sprung bricht das in den Fuß. So. Da noch hoch. Und dann sind wir schon wieder bei unserem Questgeberchen. Ich hoffe mal stark. Oh, was haben wir denn da? Wieder so ein Nachtviech, ne? Das werden wir auch gleich klatschen. So. 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 Dab, dab, dab. Oh, da ist viel. Zack, 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 zack. Das sind scheinbar viele. Wohl mal wahr. Eine Siedlung. Zack, 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 zack. Ja gut, das war ein Schuss in den Ofen. Zack, zack, zack. Waren wir da schon loot-technisch? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Na, schaut nicht aus. Schaut nicht so aus. Wahrscheinlich haben wir uns nicht hintraut, weil es so viel von diesen Viechern da gibt. Zack. Und zack. Danke. Na, hüpf. 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 Zack. Aber da gibt's scheinbar nichts. Ah, da haben wir was. Hoppala. Ich wollte eigentlich nicht schlafen. Jetzt hätte ich noch mal bis Mittag schlafen können, oder? Alles wurscht. Ein Spielzeugauto. Spielzeugdino. Bolzen. Noch mehr Bolzen. Mana. Ich steck fest. Energiezelle. Aha, und da sitzt er. Hat seinen Kopf verloren. Nicht gut. Sollen wir schlafen gehen?
Ja, ist eh wurscht. Bis zum nächsten Morgen dann halt, in Gottes Namen. So. Passt. Und wir gehen weiter. Und natürlich regnet es. Was die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ja. Das haben wir uns auch schon sehr oft gefragt. Metallschrötchen. Das Wefel. So. Aber hier waren wir definitiv noch nicht. Bolzen, kleines Heiltranki. Alex, ein Speer. Cooles Spielzeugauto, ominöser Zettel. Okay. Ein ominöser Zettel. Mal schauen, was der beinhaltet. Ominöser Zettel 2, ach so. Seltsame Hinterlassenschaft eines gewissen Fred. Fred war hier. Ein Spind. Denn oh, Entschuldigung, ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. So, das wollte ich machen. Eine Zigarette. Ich habe mich verdrückt. Pfui, Zocki. So. Ui, was haben wir denn da? Da-da-da-da-ram. Ein Transporter. Na, Teleporter, so. Er transportiert uns, genau. Einen Teleporter für uns. Das ist schön. So, haben wir hier noch irgendwas? Einen Tietrich. Mal schauen, was es oben noch gibt. Tap, tap, tap. Was haben wir denn da? Noch mehr, also ein Fell, Elixit und die gute Kaya, die ich immer anreden will. Es tut mir sehr leid. Ja, ich mag halt mein Frauchen. So, Zigaretten an Haufen. Nämlich zwei Stück. Noch mehr Elex. Kleines Heiltrankerl. So. Da haben wir noch einen Heiltrank. Dann schauen wir uns weiter um. Ist da hinten, da ging nichts auf, ne, schranktechnisch, nein. So, dann geht's noch ein Stück weiter rauf. Oh. Es geht los. Hallo. So, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Au. Passt. Ja, der ist leider runtergefallen. Macht ja nichts. Einmal Brause. Eine Anleitung für Ring der Kraft. Ein Radio, der überhaupt nicht geht. Und hau. Obwohl, Musik macht er. Der tut eh gehen. Der tut eh gehen. Super. So. Metallschrottchen. Da haben wir noch mehr. Metallschrott. Da oben können wir noch nachschauen. Na komm. Okay, da oben ist nichts. Dann können wir den einen Deppen noch looten. Dann haben wir das Gebäude hier auch fertig. So. Passt. Dann hätten wir das schon mal. Ich höre schon wieder irgendwen essen. Da waren wir jetzt, ne? Ja. Dann können wir noch da oben schauen. Hm. Na jo. Ist jetzt... Ach so, und dann sind wir schon bei ihm. Okay. Na gut. Immerhin etwas. Hallo. Kallax hat mich in seine Falle gelockt. Kallax hat mich in seine Falle gelockt. Oh. Glück für dich.
dass du es trotzdem überlebt hast. Haha, sehr witzig. Jetzt kommt wieder ein Erinner mich. Es geschafft. Du bist jetzt Elexitor. Ja, endlich. Es ist faszinierend. Ich kann jetzt sehen. Es ist wirklich der einzige Weg, um wahre Effektivität zu erreichen. Jetzt, da ich die Robe trage, ist es für mich noch unverständlicher, dass du dieses Angebot des Meisters ausschlagen konntest. Der Preis ist mir einfach zu hoch. Mein freier Wille gehört mir. Und keiner Maschine oder einem Kollektiv. Aber du hast doch keine Ahnung, was dir entgeht. Man hätte dich dazu zwingen müssen. Wir sind immer noch Individuen. Und so sollte es auch bleiben. Und wenn das Kollektiv der direkte Weg in die nächste Stufe der Evolution ist... Ist er das? Dass du es nicht weißt, obwohl du jetzt ein Teil des Kollektivs bist, sagt mir, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Wie kann ein Alp so etwas sagen? Naja, ein richtiger Alp bist du ja ohnehin nie gewesen. Ach ja? Willst du mir damit sagen, ich hätte all die Jahre meine Zeit verschwendet, indem ich unserem Volk und der Direktive gedient habe? Nein, natürlich nicht. Vergiss einfach, was ich sagte. Wir haben noch einige Vorbereitungen für unseren nächsten Einsatz zu treffen. Also lass uns weitermachen. Ja, machen wir weiter. Grenzenlose Begeisterung. Ja, aber es wäre besser für unsere Zusammenarbeit, wenn du dich ab jetzt aus meinen Familienangelegenheiten raushältst. Wie du meinst. Du bist ein wahrer Kriegsherr. Deine Taten werden den Menschen unvergesslich bleiben. Ab heute haben wir eine reelle Chance, den Krieg zu gewinnen. Unser vernichtender Sieg über den Hybriden wird glorreich sein. Langsam, Thorald. Wer spricht hier von Vernichtung? Der Hybrid wird sich beugen. Oder seine Tage sind gezählt. So weit sind wir noch nicht. Ich will jetzt erst einmal wissen, was du über den Eispalast weißt. Gut. Gib mir noch einen Moment Zeit. Ich muss erst über ein paar Dinge nachdenken. Dann stelle deine Fragen. Ich werde sehen, ob ich sie beantworten kann. Na toll. Je näher ich meinem Ziel komme, desto weiter scheine ich mich davon zu entfernen. Was habe ich getan? Ich führe einen offenen Krieg gegen meine eigenen Leute. Mehr noch, ich verbünde mich mit dem Erzfeind, den ich einst bekämpfen sollte. Wie konnte ich so tief fallen? Der Kampf gegen mein innerstes Selbst bringt mich fast um den Verstand. Wer steckt hinter diesem Komplott gegen mich? Gegen mich, dem einst stärksten und effektivsten Kriegsherrn des Hybriden? Wer am Hofe des Eispalastes hat so großen Einfluss und ist so vermessen, sich gegen den Willen des Hybriden zu stellen? Kallax, die Separatisten, Zadom, vielleicht der erste Elexitor Tarek. Waren es am Ende sogar alle Elexitoren? Weil ich ihnen zu mächtig wurde, niemals einer von ihnen sein wollte. Ich will die Wahrheit. Ich will endlich antworten. Jawohl, das wollen wir auch. Schön. More drama, baby. Yeah. Okay. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Ja. Und jetzt? Hat jetzt genug Zeit zum Denken gehabt? Da wir schon... Hoppala. Da wir schon im nächsten Kapitel sind. Thorald. Welchen Schwachstellen hat der Eispalast, die die Alps nicht kennen? Welche Schwachstellen hat der Eispalast, die die Alps nicht kennen? Bevor wir unsere Trümpfe ausspielen können, müssen vorher noch einige Dinge passieren. Die Armee der Alps versammelt sich gerade an den Grenzen von Xarkor.
Wenn wir diese Stellungen einzeln ausheben würden, wäre ein Frontalangriff überhaupt erst möglich, um nicht in einen Hinterhalt zu geraten. Und wo wir schon bei Hinterhalt sind, die Separatisten müssten endlich einmal Farbe bekennen und aktiv eingreifen. Sind sie nun für oder gegen uns? Entweder sie unterstützen uns, oder sie müssen aus dem Weg geräumt werden. Bist du bereit dazu? Ja, schauen wir schon, glaub schon. Sagte ich, du sollst unsere Probleme aufzählen. Erzähl mir endlich etwas, das uns weiterhilft. Unter welchen Umständen wärst du denn bereit, den Separatisten zu vertrauen? Nehmen wir mal das untere. Unter welchen Umständen wärst du denn bereit, den Separatisten zu vertrauen? Ganz einfach. Sobald sie anfangen, auf ihre eigenen Leute zu schießen, hätten sie mein Vertrauen. Sagte ich, du sollst unsere Probleme aufzählen? Erzähl mir endlich etwas, das uns weiterhilft. Ist das Eisland sauber, kommt dein Gleiter ins Spiel. Die große Barriere um den Eispalast muss weg. Ein paar gezielte Schüsse mit den Bordkanonen deines Gleiters würden den Barrierengenerator zerstören und der Weg wäre frei. Dazu muss er aber voll einsatzbereit sein. Den Gleiter sollten wir hinbekommen. Doch wie sollen wir die Streitmacht der Alps aus dem Weg räumen? Du glaubst, man überwindet die große Barriere einfach nur, weil man den Generator beschießt? Das obere? Den Gleiter sollten wir hinbekommen. Doch wie sollen wir die Streitmacht der Alps aus dem Weg räumen? Die größte Schwachstelle der Alps ist das Elex. Wir haben bereits ihren Nachschub abgeschnitten. Jetzt werden wir uns um den Teil kümmern, den sie bereits haben. Wenn ich mit meinem Experiment erfolgreich bin, dann werden die Alps ihre wichtigste Machtquelle verlieren. Du glaubst, man überwinde also die Barriere, blabla, und wenn dein Experiment nicht funktioniert, du planst den Hybriden mit Mana zu kontaminieren. Das obere? Keine Ahnung. Du glaubst, man überwindet die große Barriere einfach nur, weil man den Generator beschießt? Eure Generatoren sind alle gleich aufgebaut. Es ist ein Kinderspiel, wenn man mit voller Energie auf die Lüftungslamellen schießt. Wir haben einen ähnlichen Generator bei dem Angriff auf den Konverter hier in Edan lahmgelegt. Ein Schuss mit einer unserer Ballisten reichte völlig aus. Da wird dein Gleiter erst recht damit fertig. Und wenn dein Experiment nicht funktioniert? Und wenn dein Experiment nicht funktioniert? Dann werden wir nicht umhinkommen, die Alparmeen direkt anzugreifen. Du warst selbst einmal Commander der Alpsoldaten. Also weißt du auch, wie kopflos die Alptruppen sind, wenn ihnen die Führung fehlt. Erledige die Alp-Commander der letzten Stellungen der Alps rund um den Eispalast und sie werden uns nicht mehr am Einmarsch in den Eispalast hindern. Du planst, den Hybriden mit Mana zu kontaminieren? Ja, man muss nur nah genug an ihn herankommen, um es ihm einzuflößen. Dann kennst du den Code des letzten Shots zum Hybriden. Nein, aber du weißt, wer ihn haben könnte, oder? Die Elixitoren. Jeder von ihnen hat freien Zugang zum Hybriden. Ich war nur ein Commander und konnte nur zum Hybriden, wenn er mich rief. Dann geh doch endlich zu Kallax und erledige diesen Mistkerl. Doch vorher quetschst du noch diesen Code aus ihm heraus. Warum glaubst du, sollte ich dich den Hybriden vergiften lassen? Ich werde nicht noch einmal in Kallax Falle laufen. Warum glaubst du, sollte ich dich den Hybriden vergiften lassen? Nicht vergiften. Umkehren. Aber bevor wir das klären, wie stehst du eigentlich zu dem Hybriden? Das ist kompliziert. Ach ja? Dann erleuchte mich mal, bevor wir weiterreden. Den Hybriden zu vernichten scheint mir der einzige Weg zu sein, um diese Welt zu retten. Kältewert entsprechend. Wenn es uns gelingt, seine Macht zu nutzen, werden wir alle davon profitieren. Für mich ist der Hybrid immer noch die Krone der Schöpfung. Kältewert zu niedrig. Ich glaube, das mittlere. Wenn es uns gelingt, seine Macht zu nutzen, werden wir alle davon profitieren. Seit ich hier draußen bin, sind mir die Ideale und Ziele des Hybriden immer fremder geworden. Und doch sehe ich Potenzial im Wesen dieser mächtigen Maschine. Ich ebenfalls.
Ich sehe, wir ziehen am gleichen Strang. Wir dürfen eins nicht außer Acht lassen. Der Hybrid verfolgt einen größeren Plan. Größer als wir alle zusammen. Er weiß Dinge über die Begebenheiten des Universums, von denen wir keine blasse Ahnung haben. Er kennt die Zukunft. Er kennt die Natur des Elex und warum es auf unsere Welt gekommen ist. Das betrifft uns alle. Früher oder später zahlen wir den Preis für die Entscheidungen, die wir in den nächsten Tagen treffen. Wenn das wirklich so ist, dann hoffe ich für uns alle, dass du keinen Mist baust, wenn du erst einmal im Eispalast bist. Danke. Also nimm diesen Setzling. Setze ihn dem Hybriden ein, wenn du kannst. Nur so werden wir von der Höllenbrut befreit werden. Na gut, ich würde sagen, wir beenden mal hier den Part und machen im nächsten weiter. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.